Hallo, liebe Lichtspracheleser. Dies ist ein Video, das ich mit Bernhard Wimmer aufnehmen werde. Ich werde ihn interviewen. Er spricht ein bisschen über das intelligente Öl. Darum geht es auch in der aktuellen Ausgabe der Lichtsprache, Nummer 87. Ein sehr brisantes Thema, ein sehr vages Thema. Keiner weiß so richtig, was das intelligente Öl eigentlich ist. Und darüber will ich mit Bernhard sprechen, weil er sich sehr gut damit auskennt. Bernhard, danke, dass du den Lichtsprachelesern zur Verfügung stehst. Ja, danke. Ich möchte versuchen, ein Thema, das man fast nicht wirklich zusammenfassen kann, weil es in einer solchen komplexen und widersprüchlichen Thematik im Internet auch zu finden ist, aber immer nur kleine Fragmente. Ich will versuchen, das sinnvoll zusammenzufassen. Wie fing das eigentlich an? Das war, glaube ich, 86, ne? Darüber hatten wir ja schon geschrieben in dem Artikel. 86, der nee, 82, der Falklandkrieg. Erzählst du das mal? Vor einigen Jahren gab es ein Interview. Ich will mal so anfangen, wie ich auf dieses Thema stieß. Ich stieß über das Thema über einen Bericht, über ein Interview mit einer jungen Soldatin, Special Forces, Anya Briggs, die interviewt wurde von einem ganz skurrilen älteren Herrn aus England, der ein Untergrund-Video-Projekt laufen hat. BASIS nennt er dieses Projekt, das BASIS-Projekt. Da ist es auch im Internet zu finden. Und dieser ältere Herr hatte sehr intelligente Fragen gestellt, zu einem Thema mit einer Supersoldatin sozusagen über Bereiche, die fast nicht glaubhaft wirken. Und ich war völlig fasziniert über die Präzision seiner Fragen und hatte mich dann mit ihm selbst beschäftigt und kam auf sein Projekt. Und plötzlich stieß ich auf ein schwarzes Öl, Black Goo, das er mit sehr viel Respekt benannte. Und nach vielfachem Hinhören habe ich bereits nach dem dritten Interview immer noch nicht gewusst, was das ist. Und da fing es für mich an, interessant zu werden. Und plötzlich stellte sich heraus, dass niemand so richtig weiß, was das sein könnte. Und ob das gefährlich ist oder ob das was Wunderbares ist. Und das fing mich an zu faszinieren. Und dann tauchte ich in diese Geschichte ein und plötzlich war das Thema Falklandkrieg. Falklandkrieg 1982, etwa, ich glaube im April 82, die Engländer schickten ihre Schiffe runter, ihre halbe Flotte, wegen ein paar Felseninseln, irgendwo zwischen der Südspitze von Südamerika und der Antarktis, schickten sie ihre halbe Flotte. Was das wohl sei. Und es ging um irgendeinen Krieg, es ging um ein paar Felseninselchen. Und das wurde halt der Öffentlichkeit verkauft und damit war dieser völlig skurrile Krieg irgendwann nach ein paar Monaten vorbei und die Engländer kamen triumphierend zurück nach Bristol in Hafen, großer Zapfenstreich und die Sache war erledigt. Aber niemand wusste, was das eigentlich war. Und die Engländer hatten unter anderem ein Schiff verloren und die Argentinier. Und jetzt stellte sich heraus, dieser Krieg um die Falklandinseln zwischen England und Argentinien war ein Wirtschaftskrieg um ein Produkt, das bisher niemand kannte. Ein Öl, ja. Das es nur dort gab. Aber nicht direkt auf den Falklandinseln, sondern auf einer einzigen Insel, die zu den Falklands gehörte. Und diese Insel hatte einen ganz erstaunlichen Namen. Südthule. Insel, South Thule Island. Es gibt eine nördliche Thule-Insel, die wir aus unserer Tradition tendenziell oder von der wir schon gehört haben, die Thule-Gesellschaft und irgendetwas sehr Okkultes. Und es gibt ein Pendant zu dieser Thule-Insel, die südliche Thule-Insel. Ja. Und nur dort gab es dieses Öl. Diese Insel ist, wenn hochkommt, 4 oder 5 Kilometer im Durchmesser, ein Stückchen Vulkaninsel, guckt aus dem Wasser heraus, meistens vereist, nichts ist dort. Mehrere Kriegsschiffe haben diese Insel angegriffen
Da ist eine kleine geologische oder geografische Messstation darauf. Und es gibt Fotos, als auf dieser Insel irgendwas explodierte. Und diese Explosion hätte einen Wolkenkratzer zu Staub machen können, die dort auf dieser Insel stattfand. Und dann konnte man natürlich sich fragen, warum wird eine komplett unbewohnte, höchstens von Pinguinen frequentierte Insel mit gigantischen Mengen von Sprengstoff sozusagen beackert. Und dann stellte sich heraus, dass der eigentliche Stoff auf dieser Thule-Insel war ein ganz besonderes Öl. Dieses Öl hatte die Fähigkeit, dass es seine Eigenschaften verändert, wenn es warm wurde oder wenn elektrischer Strom durchfloss. Es fing plötzlich an, etwas komplett anderes zu tun, als man erwartete. Und diesem Öl sollte die Eigenschaft oder wurde die Eigenschaft zugeschrieben, es sei das die perfekteste Antwort auf die Suche nach Nanotechnologie, nach der Erzeugung von Robotern und den ganzen dadurch damit verbundenen auch technologischen Problemen des Informationstransportes und so weiter. Und dieses Öl scheint Eigenschaften aufgewiesen zu haben, wo man sagen könnte, es ist intelligent. Es hat selbstständig Entscheidungen getroffen für solche kleine Strukturen wie diese Nanomaschinen. Völlig unglaubliches Zeug, auch damals. Und die Engländer kamen sozusagen mit ihren Kriegsschiffen und den entsprechenden Tankern wieder zurück nach London, nach England und haben dieses Öl mitgebracht als Beute. Und scheinbar ging es genau um dieses Öl. Und seitdem hat sich in England die militärische Wissenschaftler und Industrie darum bemüht, klar, damit zu forschen. Und eine der bedeutendsten Zentren der Forschung, Marconi Electronic Limited, hatte einen ganzen Stab von höchst begnadeten Wissenschaftlern. Marconi, hängt das zusammen mit dem ehemaligen Wissenschaftler? Es könnte sein, dass das zu tun hat mit diesem italienischen Wissenschaftler. Der eben auch im Rahmen drahtloser Energieübertragung, Tesla. Es könnte sein, dass das sogar ein Sohn oder ein aus der Verwandtschaft von diesem Wissenschaftler. Ja, also ich habe versucht, bei Wikipedia es rauszukriegen. Ja. Da ist nichts zu finden von einem Marconi aus der Zeit. Interessant. Vielleicht ein völlig Unbekannter. Auf jeden Fall, Marconi Enterprises oder Marconi Electronics Limited ist diese Firma, die engstens zusammenarbeitet mit dem Militär, mit der englischen Regierung und die, wenn es irgendwelche Geheimprojekte in England gibt, in Großbritannien, dann wird das von Marconi Enterprises, die Engländer zu bieten hatten. Und die hatten sich gestürzt mit Volleifer auf dieses Thema. Und dann passiert etwas Eigenartiges und darüber gibt es sogar ein Buch veröffentlicht. In den Jahren zwischen 1983 und 1988 gab es 22 Todesfälle von Wissenschaftlern, von Top-Wissenschaftlern bei Marconi Enterprises. Ja. Und zwar alle Wissenschaftler, die mit diesem schwarzen Öl experimentiert hatten. Die sind zu Tode gekommen, die sind geselbstmordet worden. Ich sage das mal wirklich so, obwohl es falsch klingt. Es waren die skurrilsten, die absonderlichsten Selbstmorde, die jemals berichtet wurden. Selbststrangulierungen, sich mit Sprengstoff in die Luft sprengen von jungen Wissenschaftlern, als Selbstmord natürlich. Und es gab auch aus der damaligen Zeit Informationen, also auch in Zeitungen erschienen, geheimnisvolle, mysteriöse Tode bei Marconi Enterprises. Aber das Thema letztlich wurde nie wirklich groß thematisiert. Was aber mit Sicherheit geschah, innerhalb dieses Zeitrahmens von 1983 wahrscheinlich zu 1988 hin, wurde dieses Öl entsorgt. Die haben aufgehört, mit diesem Öl zu arbeiten. Warum? Weil dieses Öl sich schlichtweg für militärische Zwecke nicht eignete.
Und zwar, weil es besonders gut geeignet war, irgendwelche Veränderungen hervorzurufen, die auch gut im Sinne des Militärs waren. Allerdings mit Nebeneffekten, die für das Militär nicht so gut waren. Und es sind sehr widersprüchliche Informationen darüber. Wissenschaftler haben Selbstmord gemacht, sie haben ihren Frauen irgendwas erzählt, sie sind in psychische Kollapssituationen gekommen, die teilweise auch dokumentiert sind, wie wenn sie unter Todesangst stehen. Mhm. Sie scheinen etwas bei ihrer Arbeit mitbekommen zu haben, das sie dermaßen fertig gemacht haben, dass also sie müssen so mit Panik erfüllt worden sein über das, was an ihrem Arbeitsplatz vorgeht, dass man vermutet, sie müssen regelrecht Gespenster gesehen haben. Hm. Aber es ist keine konkrete Information darüber. Und in dem Basis-Interview, in den Basis-Serien von Miles Johnson im Internet zu finden, bei YouTube unter... Ja, die Links sind auch in der Zeitschrift. Die Links sind dann... Unter dem Artikel. Ja. Taucht plötzlich ein junger Engländer auf, Alistair Martin. Und er wird in einem vierteiligen Interview interviewt. Er lebte in London, Kensington, relativ zentral, London West, und hatte einen ganz unangenehmen Kanalisation, Abwassergeruch in seiner Wohnung, in seinem Lebensraum, den er gemietet hatte. Und sein Lebensraum war direkt neben einem gemauerten öffentlichen Zugang zur Londoner Kanalisation. Und die Wand seines Raumes hatte einen Riss, sodass der Geruch aus diesem ummauerten Zugang zur Kanalisation direkt in seinen eigenen Lebensraum kam. Und dieser Junge, Alistair Martin, berichtet, wie es ihm so ging, wie er krank wurde, ohne dass ein Arzt eigentlich seinen Infekt diagnostizieren könnte, wo er aber immer das Gefühl hatte, irgendwas Dramatisches passiert bei ihm. Die Effekte, die er auch hat, dass seine Haut das Sonnenlicht inzwischen zu einem hohen Maße zurückstrahlt, sodass er ausschaut wie ein Albino, wenn er in der Sonne steht oder sich draußen aufhält. Wenn er einen normalen Raum betritt, ist seine Haut genauso wie jeder andere auch. Das heißt, die Absorptionsfähigkeit der Haut scheint sich bei ihm verändert zu haben. Nicht, dass Pigmente weggegangen sind, sondern nur die Absorptionsfähigkeit der Haut hat sich verändert. Außerdem hat er angefangen, aus dem Nichts heraus plötzlich Interesse zu haben, eine Sprache zu lernen, und hat als Engländer, der eigentlich nicht für sich für Sprache nicht groß interessierte, Portugiesisch gelernt in kürzester Zeit, völlig perfekt, und sagte, das sei erstaunlich. Außerdem ist sein mathematisches Verständnis und das Erkennen von Mustern, das Erkennen von, wie er sagt, Patterns in der Musik, in der Natur, wenn er Menschen auf der Straße sich bewegen sieht, kann er komplexe Bewegungsstrukturen erkennen und analysieren, etwas, wozu er so nie fähig war, sodass er den Eindruck hat, irgendetwas in ihm sei mehr geworden. Eine Wahrnehmungsfähigkeit hätte sich komplett neu entwickelt. Aber erst, indem er durch eine Krise gegangen ist. Und das ging erst, nachdem er durch eine Krise, schmerzhafte Krise, körperliche Krise gegangen ist. Der Körper reagierte mit einer extremen Müdigkeit, die durch nichts in irgendeiner Form aufzuhalten war. Wie wenn er ständig beschäftigt wäre mit irgendetwas, mit Schmerzen, diffusen Schmerzen überall in Gelenken und am ganzen Körper, mit Schweißausbrüchen, mit Schwindelanfällen, fast epileptischen Anfällen. Er wurde in allen Fällen untersucht. Es gab keine wirkliche Diagnose. Es gab keine Vergiftung, keine Virenkrankheiten, keine bakteriologische Krankheit, nichts. Und das verging. Und während dieser Zeit der körperlichen Schwäche entstanden diese geistigen Fähigkeiten auch als besondere Fähigkeiten. Und diese körperlichen Beschwerden hat er heute immer noch, teilweise, wie er sagt, aber nicht mehr so stark. Er spürt aber, dass etwas in seinem gesamten Körper anders geworden ist. Und er würde heute beschreiben, dass
er nicht mehr alleine seinen Körper bewohnt, sondern etwas anderes ist auch da. Die Informationen, dass er es etwa mit einem intelligenten Öl zu tun hat, wie dem Black Goo, bekam er von einem Freund, der in militärischen Projekten als Soldat in speziellen Projekten unterwegs war. Und der sagte, ja, das Militär hat genau mit diesen Sachen geforscht. Und du bist, sagte der Freund zu ihm, der anonym bleibt in seinem Interview, der anonym bleiben muss, du bist infiziert mit etwas, was wir kennen als Black Goo. Das ist ein hochintelligentes Öl. Und dieser Freund sagte ihm auch, dass das Militär aufgehört hat, mit diesem Öl zu arbeiten, weil die Soldaten, die alle durch diese Schmerzen und durch diese Krankheiten und durch diese körperlichen Katastrophen gegangen sind, jeder, der mit diesem Öl in Kontakt kam, ging durch diese katastrophalen Veränderungen, auch sehr schmerzhaft, entwickelten ganz besondere Fähigkeiten oder ihre Fähigkeiten, die sie als individuelle Fähigkeiten hatten, verstärkten sich enorm. Und erstaunlicherweise konnte man relativ genau sagen, welche Fähigkeiten sich am ehesten verstärkten, nämlich alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Jede Fähigkeit, die Kommunikation ermöglicht, intensiviert und die erfolgreiche Kommunikation bedingt, hat sich verstärkt. Im Endeffekt kann man sagen, dass dieses schwarze Öl bei allen Personen, die direkt in Kontakt mit ihnen kamen, telepathische und empathische Fähigkeiten enorm verstärkt haben. Und alles, was Isolation ist oder was individuelles Verhalten, das ja eigentlich isolatives Verhalten ist, erzeugte, hatte, das wurde abgeschwächt. Könnte man ja eigentlich denken, es ist etwas Verbindendes, was Gutes, ja. Was ja. Und das zur ist Transformation erstaunlich. Dazugehört. Ja. Und das ist erstaunlich und da fängt es an, interessant zu werden und da fängt es auch an, warum dieses Interview und warum dieses Thema so wichtig ist. Es scheint eine Substanz hier auf der Erde zu sein, ob sie künstlich hergestellt wurde von Menschen oder verstärkt wurde, durch das Militär beispielsweise, wie manche behaupten, oder ob sie ein sozusagen Alien ist, irgendetwas ganz Fremdes von außerhalb der Erde. Ob es eine Substanz ist, die hier innerhalb der Erde schon immer da war, die jetzt in Kontakt geht. Oder was auch immer das ist die Frage. Ist das etwas, was für uns gefährlich ist? Ist es etwas, was uns unterstützt? Was ist diese Substanz? Und es gibt ganz viele sehr widersprechende Informationen. Es gibt inzwischen Informationen, die sagen, dieses Black Goo, dieses schwarze Öl, diese schwarze Flüssigkeit ist ein von Außerirdischen oder von Alien aktivierte Substanz, sozusagen ein Reset allen Lebens auf der Erde. Das ist eine ziemlich Endzeitsvorstellung. Das ist so eine Art apokalyptische Vorstellung vom jüngsten Gericht. Solche Bilder werden frei, solche Bilder sind tatsächlich erstmal, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Dieses Öl, diese Substanz tritt in Kontakt mit jeglicher Lebensform, mit jeglicher. Ob Bakterie, Virus, Einzeller, was auch immer, oder Mensch oder Tier und scheint Veränderungen zu bringen und zwar positive Verstärkungen, was Kommunikation betrifft, wo es darum geht, kommunizieren auf der gleichen Ebene mit den sozusagen mit den Brüdern und Schwestern oder auch innerhalb der Gattungen und außerhalb der Spezies die Kommunikationsfähigkeit. Das scheint eine positive Eigenschaft zu sein. Unter anderem deshalb positiv und deswegen wurde es vom Militär auch fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Die Soldaten konnten nicht mehr töten. Es gab für sie keinen Grund mehr zu töten. Sie spürten die Gefühle dessen, den sie töten wollten. Und da kann man sagen, dieses schwarze Öl könnte Frieden schaffen.
Wäre schön, wenn man das sagen könnte. Ja. Aber ich glaube, es stecken noch andere Dinge drin, die sind nicht ganz so nett. Dieses schwarze Öl scheint jede Lebensform zu verändern, ob diese Lebensform es will oder nicht. Ist ziemlich grenzüberschreitendes Material, scheint sich nicht darum zu kümmern, um die Souveränität der einzelnen Lebensform, um die Individualität. Und das mag ja für Viren oder Bakterien oder so, mag das ja gelten. Aber wir Menschen haben doch den Anspruch, dass unser Körper der Ort ist, an dem eine individuelle Seele anwesend ist, die einen bestimmten Auftrag hat, die was Bestimmtes vorhat, die bestimmte Ideen hat und die gerne halt ihren Körper benutzen will. Genau. Und jetzt kommt da jemand oder etwas und sagt, hey, ich bin auch da. Und geh mal raus. Oder wir beide haben hier Platz und ich übernehme die Leitung. Das sind ziemlich gespenstische Vorstellungen. Ja, das hört sich wie eine Übernahme an. Ja, feindliche Übernahme. Mhm. Eine feindliche Übernahme. Eine Besetzung. Ja. Und das ist eine mögliche Geschichte, die mit diesem schwarzen Öl, mit diesem Black Goo diskutiert wird. Was meinst du, woher dieses Öl kommt? Hat Mutter Erde das erzeugt? Dieses Öl scheint in der Erde zu sein. Und jetzt gibt es eine Theorie, und diese Theorie hat David Griffin in seinem Interview auf Basis 17 vor allen Dingen gesagt, als er gefragt wurde, genauso, woher das ist. Er meinte, dass dieses Öl sozusagen schläft in der Erdkruste. Unterhalb der Erdkruste, es ist dieses berühmte abiotische Öl, das unter anderem bei der Tiefseebohrung von Deep Water Horizon im Golf von Mexiko angebohrt wurde, und zwar von BP, einer privaten Firma des englischen Königshauses. Mhm. Muss man wissen, ja. BP, British Oil. Im Auftrage wahrscheinlich des englischen Königshauses sollte diese Substanz freigesetzt werden. Diese Substanz schläft unter hohem Druck und Kälte. Deswegen konnte diese Substanz auch auf Thule Island, an der 1000 Kilometer vor der Küste vom Südpol, auch gespeichert werden in großen Tanks. Sie war nicht wach, sie hat geschlafen, sie war nicht aktiv. Kaum kam sie nach England, ging über den Äquator, fing sie an, wach zu werden. Die Engländer, die Wissenschaftler in London, haben mit einer wachen, intelligenten Flüssigkeit zu tun gehabt. Und wenn man sich vorstellt, man hat einen Liter Eimer oder einen 10 Liter Eimer oder einen ganzen Tonne mit diesem Öl vor sich und ist mit diesem Öl im Raum, denkt einem dieses Öl zu und erwartet, dass man antwortet. Wenn man sich das so vorstellt, es ist unglaublich. Ja. Es ist kein Wunder unter diesen Aspekten, dass die englischen Wissenschaftler wirklich Todesangst hatten, als sie Experimente machten. Und was auch kommuniziert wurde, darüber hat Miles Johnson in einem weiteren Interview mit einem russischen Wissenschaftler gesprochen, der sagte, das Öl habe ihm gesagt, wenn es angegriffen wird, reagiert es. Die Experimente, die die englischen Wissenschaftler der Marconi-Gruppe gemacht haben, die 22 Wissenschaftler, die haben dieses Öl ständig angegriffen, experimentell. Sie wollten wissen, was es kann. Und das Öl hat geantwortet und hat sie verletzt. Ist irgendwie in sie eingedrungen, wie auch immer, und hat im Grunde genommen dazu geführt, und das wird momentan spekuliert, dass die Ursache des Todes der 22 selbstgemordeten Wissenschaftler eventuell die Ursache ist, dass das Öl sie geistig dazu getrieben hat, um sich zu wehren, dass damit experimentiert wurde. Das sind gespenstische Dimensionen. Ja. Und ich habe mehrere dieser Interviews zusammengesammelt, im Internet gesucht, recherchiert und habe eines getroffen oder gefunden mit ebenfalls auf
Basis 25 mit einer Supersoldatin, jungen Supersoldatin namens Rachel, so wurde sie vorgestellt, die beschrieb, was mit ihr geschah, als ihr das Öl in das Knochenmark gespritzt wurde, wie sie fast umkam vor Schmerzen, wo sie sagte, solche Schmerzen auszuhalten, hat sie nicht mal die Worte dafür, wie ihr Körper sich aufgebäumt hat, diese Substanz in sich zuzulassen und wie sie irgendwann fast in Agonie gesagt hat oder nur noch gedacht hat, sie möchte sich mit der Quelle verbinden, mit Gott, würden wir sagen. In dem Moment hörten alle Schmerzen auf. In dem Moment war sie frei. Und die daraus resultierenden Spekulationen, dass dieses Öl scheinbar versteht, wenn ein Mensch sich mit der Quelle verbindet, wird er spürbar, wird er wahrnehmbar und wird er in Ruhe gelassen. Also ist es doch eine apokalyptische Flüssigkeit, eine sogenannte jüngste Gerichtsflüssigkeit, wie ein religiös konditionierter Mensch jetzt meinen würde? Oder was passiert da? Diese Fragen, meine Damen und Herren, ich sage es mal so, ich gehe mal ein bisschen jetzt in die Zuschauer innerlich rein. In eine andere Haltung. Diese Fragen, glaube ich, sind so wichtig, dass ich, obwohl es noch nicht wirklich fassbare Informationen über dieses Öl gibt, deswegen bin ich trotzdem hier zu diesem Interview oder habe es angeregt, zusammen mit Susanne dieses Interview zu machen. Es geht darum, dass wir Menschen uns klar werden. Das könnte man so als die Essenz dessen sagen, worum es hier eigentlich bei aller Vagheit und bei aller Diffusheit, dieses Thema ist einfach noch sehr diffus, obwohl es verschiedene Informationen gibt. Es geht darum, wir Menschen sind Orte, an denen Seele anwesend ist. Wir sind sozusagen der Ort, an dem eine Seele sich manifestieren kann, die durch die Welt geht, um irgendwas Bestimmtes zu machen. Jede Seele hat so ihre eigene Geschichte, die sie verfolgt, die sie zu tun hat, warum sie hier ist. Und wenn wir nicht aufpassen und nicht uns selbst gewahr sind, dass wir diesen Körper haben, um hier in der dritten Dimension zu handeln, zu manifestieren, mit unseren Händen etwas zu machen, dann wird irgendetwas anderes uns handeln. Wenn wir unseren Körper nicht bewohnen, wird jemand anders diesen Körper bewohnen, auch bewohnen wollen, weil das ist ein sehr begehrter Ort, der Körper eines Menschen. Weil mit diesem Körper kann man handeln, kann man Sinneseindrücke, Sinneswahrnehmungen machen, da kann man sehr auf einer geistig-spirituellen Ebene, ist das ein sehr geschätzter Ort, der menschliche Körper. Und ein Mensch, der sich seiner nicht bewusst ist, ein Mensch, der seinen Körper nicht bewohnt, aus irgendwelchen Gründen, weil er fragmentiert ist, durch unsere Form von Erziehung, durch unsere Form von Bildung, durch unsere Form von permanenter Vergiftung, durch unsere Form dessen, wo ganz viele Gruppierungen, meistens aus einer Zielrichtung heraus, seit Jahrhunderten versuchen, diesen Körper zu beschädigen, den Ort, den wir beleben können, als Seele zu reduzieren, zu verkleinern, krank zu machen, um uns unseren Handlungsspielraum zu nehmen. Nochmal zusammenzufassen, unser Körper ist ein Ort, an dem eine Seele Platz hat, sich zu manifestieren und zu handeln innerhalb dieser Welt. Und es gibt wohl ein geistiges Gesetz, ein spirituelles Gesetz, das in der dritten Dimension kann man handeln, wenn man auf der Erde ist. Man kann nicht und man darf auch nicht als höherdimensionales Wesen von außen hier auf der Erde manipulativ eingreifen. Wenn man eingreifen will, kann man es hier tun. In einem menschlichen Körper am allerbesten. Deswegen sind unsere Körper auch sehr, sehr begehrt für alle möglichen Wesen, die hier manifestieren wollen oder eingreifen oder irgendetwas tun wollen innerhalb ihrer eigenen Agenda. Jede Lebensform hat ihr eigenes Ziel, hat ihr eigenes Lebensziel, ihre eigene Agenda. Das ist halt so, das ist kein Problem. Da gibt es keine Unterschiede zwischen Gut und Böse. Das geht nicht um Gut und Böse. Es geht nur, ob die eine Lebensabsicht mit der anderen
Lebensabsicht irgendwie heilsam und zum besten Wohle für beide parallel leben oder existieren können oder nicht. Und da, das ist häufig gut und böse, so wie es interpretiert wird. Und jetzt gibt es eine Substanz, von der es jetzt auch heißt, dieses schwarze Öl, dieses abiotische Öl, das abiotisch deshalb, es entsteht nicht durch Zersetzungsprodukte von biologischer Materie, sondern es kommt aus dem mineralischen Bereich, kommt aus der Erde heraus, aus der, unterhalb der Erdkruste heraus oder woher auch immer, oder vielleicht sogar aus dem Weltall, in Form von einem Meteoriteneinschlag, wie manche meinen, dass ein großer Meteorit hier eingeschlagen hat und seine Produkte, seine Mineralien haben sich unterhalb der Erdkruste gesammelt und warten regelrecht herauszukommen. Dieses Substanz, diese materielle Substanz des schwarzen Öles scheint die Trägersubstanz zu sein, die sich ein höherdimensionales Wesen ausgesucht hat, um hier sich sozusagen auf dieser Substanz das Ätherfeld, das Energiefeld, das geistige Feld dieser höherdimensionalen Wesenheit nimmt die materielle Matrix dieses Öls, dieses abiotischen Öls sozusagen als Körper an, um sich durch die Erde zu bewegen, um sich durch die Erde zu bewegen, um sich auf der Erde zu bewegen, um hier Einfluss nehmen zu können. Das ist momentan eine Art, wie dieses Öl, dieses Black Goo gesehen wird. Ob es die richtige ist, weiß ich nicht. Ich benenne sie erstmal so. Das macht sehr viel Sinn, das so zu sehen. Wir haben es also eventuell mit einer außerirdischen Lebensform zu tun oder einer Lebensform aus einer höheren Dimension außerhalb von der Erde, die irgendwas hier tun will. Und es wäre interessant herauszukriegen, was sie tun will. Es wäre interessant herauszukriegen, ob sie im Sinne der Menschen, im Sinne des Lebens handelt oder im eigenen Sinne, nämlich Energie zu absorbieren, wie es manche sagen. Ich finde es absolut wesentlich, diese Fragen alle sich anzugucken, die zusammen gesehen werden können, weil es geht letztlich darum, dass wir Menschen unsere Souveränität erstens mal zurückholen sollen, uns unserer selbst bewusst sein sollen, um dann den Ort auch zu verteidigen, der uns vielleicht genommen wird. Und deswegen ist das ist das Interessante und das Wichtige an diesem Thema. Es gibt noch keine Frage zur Zeit, welches ist der richtige Aspekt. Das Einzige, was man heute machen kann, und deswegen machen wir dieses Interview, aufzuzeigen, es gibt dieses Thema, es gibt dieses eventuell Problem, eventuell sogar sehr große Problem. Es gibt aber auch eine Lösung an dieser Geschichte, nämlich, dass wir Menschen schlichtweg sagen, als Hausherrn handeln müssen, das ist unser Körper. Wir müssen darauf achten und auch vielleicht wieder neu lernen, dass unsere Seele unseren Körper bewohnt. Um dann sagen zu können, hey, du gehörst nicht hierher, ja. Geh. Ja. Oder komm, lass uns unterhalten, was willst du eigentlich? Und das ist das Ziel, und das ist das Ziel eigentlich, warum wir dieses Interview machen. Etwas anderes, nämlich zu erklären und zu beschreiben, was wirklich ist, das können wir in diesem Zusammenhang überhaupt noch nicht. Ja. Es bedarf ein großes Wachbewusstsein für jeden einzelnen Menschen auf der Erde. Sowieso im Transformationsprozess, im Wandel. Ja. Und auf dieses Wesen bezogen auch. Ja. Dass wir wieder wissen, wer wir sind. Und das ist diese spannende Möglichkeit, die mit der Beschäftigung mit dieser Substanz zusätzlich zu allem, was hier gerade passiert, an Offenbarung, an Offenlegung, an dass plötzlich Themen hochkommen, kommt noch eine neue Geschichte. Da ist ein Stoff oder da ist sogar ein Wesen hier auf der Erde, das sich manifestiert, das bei uns anklopft, nicht vorsichtig oder freundlich, sondern sehr massiv
und sagt, hey, bist du da? Wenn nicht, nehme ich deinen Körper. Mhm. Oder bist du da? Oder wer bist du überhaupt? Ja, und ich finde das sehr spannend. Ich finde das auch manchmal, kriegt das so albtraummäßige Dimensionen. Ich sage das trotzdem und ich wünsche mir, dass trotzdem darüber ganz, ganz viel jeder Einzelne nachforscht unter diesem Thema, um sich selbst einen Eindruck zu machen, weil inzwischen, so wie die Welt heute ist, kein Mensch kann einem anderen sagen, wie etwas ist. Es gibt so viele Wahrheiten und so viele Wahrheiten, die als Wahrheiten daherkommen und doch nichts anderes als nur subjektive Perspektiven von irgendeiner kleinen Geschichte sind. Jeder kann letztlich nur die Antwort bei sich finden. Beschäftigen wir uns mit dem Thema dieses schwarzen Öles, dieses Black Goo, wie man es im Internet auch findet, guckt, lässt sich nicht scheu machen. Und in dem Zusammenhang finde ich eine ganz wesentliche Geschichte noch zu erwähnen. Der neueste Film, letztes Jahr als Blockbuster weltweit veröffentlicht, Prometheus. In seinem Vorspann hat er dieses Black Goo. Beschreibt er es als aggressive, feindliche Substanz, die die Menschen letztlich, die erstens den kompletten Planeten resettet und das menschliche Leben, weil wir alle mögliche Blödsinn gemacht haben und jetzt wird alles wieder auf Null gesetzt. So wie wir halt kennen, Computer, wenn er kaputt ist, man resettet ihn und alles ist wieder neu. Systemerneuerung. So einfach ist es nicht. Man darf oder man sollte nicht vergessen, welche Rolle oder was Hollywood eigentlich ist. Mhm. Hollywood ist der Ort, an dem ins kollektive Bewusstseinsfeld der Erde Information injiziert wird und meistens vergiftete. Wo in unser Bewusstseinsfeld Information kollektiv injiziert wird über die Filme, die in Hollywood gedreht werden, die dann als Blockbuster weltweit zu einem ganz bestimmten Datum choreografisch exakt getimt dann auch veröffentlicht werden, dass zum richtigen Zeitpunkt an richtigen Orten auf der Welt gleichzeitig kollektive Emotionen entstehen, damit ein Thema auf der Welt manifest wird. Das ist Hollywood. Und Hollywood-Filme sind weniger Information oder Unterhaltung als Infektion des Bewusstseinsfeldes. Und wenn ein Hollywood-Film dieses Mittel, schwarze Goo, dieses schwarze Öl, diese schwarze Substanz in den Bereich, in die Richtung eines feindlichen, unerträglichen, fast Horror-Monster-Wesens hinein projiziert, mag das richtig sein. Es mag aber auch eine ganz bewusste Entscheidung zu sein, um das Angstpotenzial bei uns zu erhöhen. Das muss man immer vor Augen haben, wenn man weiß, dass irgendwelche Filme, meistens Ghostbuster oder Blockbuster, ich sage schon Ghostbuster, Blockbuster gedreht werden, deren Aufgabe ist es, das kollektive Bewusstseinsfeld kollektiv auch und sehr massiv zu verändern. Und deswegen ist es bemerkenswert, dass dieses Black Goo das erste Mal beschrieben wurde in X-Files. In den X-Akten. Ich weiß nicht mal genau, wann das war, 1973, 74 oder 80. Die Daten habe ich nicht. Die Serie lief in den 90ern. Ah, okay. Akte X. Da kam das schwarze Öl auch vor. Ah, okay. Es lagerte auch in der Antarktis. Genau. Nee, in der Arktis. Jetzt halt. Letztlich geht es darum, aus meiner Sicht, wir sollten uns bewusst sein, wer wir sind, was wir können, welchen Ort wir beleben und bewohnen als Seele, um daraus als Hausherr jemanden einzuladen, dass er sich vorstellt. Und wenn wir ihn nicht haben wollen in unserem Haus, zu sagen, bitte, geh. Das können wir machen, souverän. Wir lernen sowas nicht in der Schule. Wir haben schon viele Jahrhunderte sowas nicht mehr gelernt, dass jeder Mensch souverän ist und wirklich alles, auch nicht sichtbare, interdimensionale Wesen, von sich weisen kann. Diese Fähigkeit haben wir als multidimensionale Seelen.
Auch wenn wir nur einen dreidimensionalen Körper haben, unsere Seele ist multidimensional und ist auf jeder Dimension in der Lage, sehr klare Entscheidungen zu treffen und Wesenheiten zulassen oder wegschicken. Das sollte eigentlich bei uns gelehrt werden in Schulen. Mhm. Statt dieses Zeug von sich klein fühlen. Ja. Und deswegen denke ich, ist diese Geschichte, auch wenn sie noch nicht konkret genug ist, um daraus eine sogenannte definitive Wahrheit zu erzählen, die Sache ist so oder so oder so. Mhm. Es ist wichtig, schon zu diesem Zeitpunkt zu sagen, dieses Wesen ist hier. Es ist möglich, dass es feindlich ist für die Menschen, dass es eine Agenda hat, die den Menschen schadet. Es ist möglich, dass es uns hilft. Guckt selber, beschäftigt euch und lasst euch keine Angst machen und seid in erster Linie klar, wer ihr seid, wer wir sind. Das ist die Geschichte von dem Black Goo, wie ich sie bis jetzt erzählen kann. Okay, danke. Bitte. Ja, liebe Leser, was können wir da noch sagen? Es gibt viel zu recherchieren für euch und viel nachzudenken über Souveränität, über das, was wir in unserem Leben tun, wie wir uns entscheiden, den Wandel auf den Wandel bezogen sowieso. Wir müssen ganz konkret und ganz bewusst bei uns sein und das bezieht sich auch auf das intelligente Öl, was immer das auch ist. Forscht selber nach und die Links haben wir unten eingeblendet.